Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kletter-Tutorial. In diesem Video wirst du sehen, wie man den Halbmastwurf macht. Diesen Knoten benötigst du später zum Sichern deines Kletterpartners. Nun zur Anleitung. Du nimmst das Seil, an dem dein Kletterpartner angeseilt ist, und hältst es vor dir hoch. Jetzt machst du mit der rechten Hand eine Schlaufe nach hinten und hältst diese Schlaufe mit der linken Hand fest. Dann nimmst du das Seilstück, was noch herunterhängt, und klappst es ebenfalls nach oben. Die beiden Seilstücke werden jetzt zusammengehalten. Noch einmal aus der Nähe, das Seil vor dir hochhalten, mit der rechten Hand eine Schlaufe nach hinten drehen, mit links festhalten. Jetzt das Seilstück, welches rechts herunterhängt, nach oben klappen und beide zusammenhalten. Diese zwei Seilstücke hängst du nun in deinen Schraubkarabiner ein und drehst ihn zu. Zieh dir jetzt den Knoten an, ob er stimmt. Wenn er sich in beide Richtungen so drehen lässt, hast du ihn richtig gemacht. Wie du mit diesem Knoten sicherst, lernst du im Video Top Rope. Viel Spaß beim Üben!